Hallo, ich bin Pandur von RPG Guides und ich möchte euch in diesem Video zu The Darkest Dungeon die am 11. März eingeführte Klasse der Antiquarin erläutern. Diese Klasse sollte ursprünglich mal Merchant, also Kaufmann heißen, wurde jetzt aber in Antiquarian oder Antiquarin im Deutschen umbenannt. Der Grundgedanke dahinter ist aber noch immer der gleiche, also diese Klasse ist weniger kampforientiert als sämtliche anderen Klassen des Spiels, erzeugt dafür aber, sagen wir mal, Reichtümer. Wie genau das funktioniert, werde ich euch in den nächsten Minuten erläutern. Ich möchte jetzt aber erstmal diese ungefähre Reihenfolge durchgehen, die ich immer bei meinen Klassenguides hier an den Tag lege. Das heißt, ich möchte euch erstmal die Kampffähigkeiten an sich vorstellen. Als erstes haben wir da den vorsichtigen Stich oder Nervous Step, wie er im Englischen heißt, und das ist quasi der Standardangriff der Antiquarin. Das Positive an diesem Angriff ist, dass ihr ihn von sämtlichen Positionen der Heldenreihe ausführen könnt, also 1, 2, 3 oder 4, und ihr könnt auch fast alles in der Feindreihe treffen, also die Position 1, 2 und 3, beziehungsweise oder 3. Der Haken ist, dass dieser Angriff wirklich unglaublich wenig Schaden macht. Ihr sehen konntet, ihr schafft es nicht mal, diese kleinsten Gegner des Spiels mit einem Schlag zu töten. Das liegt einfach daran, dass die Antiquarin an sich relativ schwach ist. Parallel zu diesem Nahkampfangriff gibt es noch einen Fernkampfangriff, beziehungsweise eigentlich Dot, möchte ich sagen. Das sind die ätzenden Dämpfe oder im Englischen Westering Vapors. Auch diese Fähigkeit lässt sich wiederum von sämtlichen vier Positionen ausüben und das Gute ist, sie trifft auch eine der vier feindlichen Positionen und somit der optimale Angriff eigentlich. Aber verglichen mit den Dots der anderen Klassen ist auch dieser Gifthauch-Dot der schwächste von allen. Das heißt, er hält drei Runden und richtet pro Runde nur einen Punkt Schaden an, zumindest auf der niedrigsten Stufe. Und er setzt diesen üblichen Debuff, dass zukünftigen Gifthauchangriffen nicht mehr so leicht widerstanden werden kann. Und damit bin ich mit den offensiven Fähigkeiten der Antiquarin bereits durch, was ein bisschen enttäuschend sein mag. Die dritte Fähigkeit in Deckung oder Get Down ist mehr eine defensive Fähigkeit, also damit baut ihr Schutz auf und bewegt die Antiquarin eine Position zurück. Die Fähigkeit lässt sich auch von jeder Position ausüben, selbst wenn ihr ganz hinten seid, denn sie gibt euch mehr Geschwindigkeit und mehr Abwehr. Das ist natürlich hilfreich, wenn eure Gruppe mal durcheinander gewürfelt wurde, aber ansonsten jetzt auch nicht die Hammerfähigkeit. So richtig überflüssig ist dann aber erst die vierte Fähigkeit, das Blendpulver. Das richtet überhaupt keinen Schaden an und verpasst dem Feind einfach nur einen Debuff, der dessen Präzision verringert. Der hat dann also drei Runden lang fünf weniger Präzision. Und wie das bei Debuffs so üblich ist, kann dem natürlich auch widerstanden werden. An fünfter Stelle haben wir dann den heilenden Rauch. Das ist eine Heilfähigkeit, wie der Name vermuten lässt. Die solltet ihr aber eigentlich nur einsetzen, wenn das Ziel an der Schwelle des Todes ist und ihr ihn davor retten wollt. Als sechste Fähigkeit hat die Antiquarin dann berauschende Schwaden oder Invigorating Vapors. Das ist ein Buff für die gesamte Gruppe. Die bekommen dadurch eine höhere Ausweichwertung und es kann somit für den einen oder anderen Boss eventuell mal interessant sein. Und dann haben wir Beschütz mich oder im Englischen Protect Me. Und das ist wirklich die Fähigkeit, die die Antiquarin eigentlich die ganze Zeit spammen sollte. Das ist das umgekehrte Prinzip des Verteidigers vom Waffenknecht, also Defender vom Man-at-Arms. Das heißt, die Antiquarin bestimmt einen anderen Charakter, der sie beschützen soll, also nicht umgekehrt, dass sie jemand anders beschützt, sondern der andere wirft sich dann für sie in die Schussbahn oder was auch immer. Dabei erhält sowohl der Beschützer als auch sie einen Ausweich- und Abwehrbuff. Prinzipiell solltet ihr diese Fähigkeit eigentlich immer spammen. Das heißt, es sollte die erste sein, die ihr einsetzt und in jeder zweiten Runde dann wieder. Wohingegen ihr in den anderen zwei Runden dann immer einen Angriffszauber oder sonst was wirkt. Und am besten kombiniert ihr diese Fähigkeit wiederum mit einer anderen Klasse. Das heißt, als Beschützer könntet ihr zum Beispiel den Wegelager, also Highwayman, nehmen. Und der benutzt dann wiederum seinen Fechtschritt, den ihr hier gerade im Bild sehen könnt.
Dadurch bekommt er halt seinen Gegenschlag. Der springt dann immer in die Bahn, wenn die Antiquarin angegriffen wird, und in dem Augenblick schlägt er zurück. Durch diese Kombination könnt ihr halt dann recht gut Schaden mit der Antiquarin quasi machen. Aber das ist wirklich so die einzige Einsatzmöglichkeit, die ich sehe, wie ihr aus der Antiquarin im Kampf noch ein bisschen Schaden rausholen könnt. Ja, und damit ergibt sich eigentlich eine logische Kombination von Fähigkeiten, die ihr der Antiquarin geben solltet, wenn ihr in den Kampf zieht. Das ist meiner Meinung nach 1, 3, 5 und 7. Also vorsichtiger Stich, in Deckung, heilender Rauch und beschützt mich. Wenn ihr wollt, könnt ihr das natürlich noch ein bisschen variieren, also diese ätzenden Dämpfe sind auch nicht schlecht, könnt ihr eventuell austauschen gegen den Nahkampfangriff oder auch in Deckung, wenn ihr unbedingt wollt, weil sich die Antiquarin dann natürlich schlecht durch die Gruppe bewegen kann. So, und damit komme ich jetzt zu den Lagerfähigkeiten oder Camping-Skills, und das ist mehr oder weniger der Grund, warum ihr die Antiquarin mitnehmen wollt. Als erstes gibt es da Nachschub oder Resupply im Englischen. Ist genauso wie die Fähigkeit der Grabräuberin zum Beispiel total überflüssig. Aber die zweite Fähigkeit, Accessoire zusammenschustern, ist eine der gewinnbringendsten im gesamten Spiel. Die müsst ihr unbedingt haben und bei jedem Campen einsetzen. Denn dadurch erzeugt ihr jedes Mal beim Campen einmalig halt ein Trinket, was ihr so halt nicht finden würdet. Oder natürlich könnt ihr diese Trinkets auch finden, aber ihr kriegt halt einen zusätzlichen Gegenstand. Natürlich ist die Chance auf ein schlechtes Trinket relativ hoch, also die beiden grauen Trinket-Arten, sehr ungewöhnlich und ungewöhnlich, liegen zusammen bei 68%. Aber ihr habt eine 20%ige Chance auf ein grünes Trinket, eine 8%ige auf ein blaues und sogar eine 4%ige auf ein seltenes Trinket oder Accessoire, wie ihr hier gerade zum Beispiel sehen könnt. Und das ist schon ziemlich cool. Also ich meine, selbst wenn ihr ein graues Trinket bekommt oder ein grünes, was ihr nicht braucht, dann könnt ihr das ja immer noch verkaufen, nachdem ihr fertig seid und damit eine Menge Geld machen. Und genau das ist eben der Punkt. Also ihr könnt ja auch, wie ihr hier gerade sehen könnt, mehrere Antiquarinnen mit in einen Dungeon bringen. Also theoretisch könnt ihr sogar 4 Stück an der Zahl mitbringen und wenn ihr dann in einem mittleren Dungeon wärt, dadurch 4 Trinkets erzeugen oder in einem großen Dungeon 8 Trinkets. Und das Entscheidende ist, ihr könnt, nachdem ihr kampiert habt, auch ganz einfach den Dungeon verlassen und nehmt diese Trinkets, also Accessories, mit. Ihr habt die anschließend wirklich. Was bedeutet, ihr könnt euch einfach einen Large Dungeon nehmen, geht da mit 4 Antiquarinnen rein, campt direkt am Anfang, also müsst ihr zumindest einen Raum weitergehen, aber sofort im ersten Raum dann, campt ihr, erzeugt 8 Trinkets und geht einfach wieder raus. Wenn ihr das macht, könnt ihr halt durch die Antiquarinnen unheimlich schnell an sehr viel Geld kommen und natürlich auch an gute Trinkets, wenn ihr Glück habt. Ich persönlich würde aber dazu raten, zumindest nur 3 Antiquarinnen mitzunehmen und einen Charakter, der ein bisschen kämpfen kann. Denn es kann natürlich passieren, dass ihr auf dem Weg zum ersten Raum 1, 2 Gegner habt und 4 Antiquarinnen brauchen echt unglaublich lange, um eine größere Gegnergruppe zu töten. Aber davon abgesehen ist das eine echt super Methode, um an Kohle zu kommen. Als dritte Fähigkeit hat die Antiquarin dann fürs Lagerfeuer noch das sonderbare Pulver. Das erhöht bei einem Charakter alle Widerstände um 20%, also auch recht hilfreich. Und dann gibt es noch die eigentümliche Anrufung, die den Stressschaden für mehrere Kämpfe um 50% reduziert, ist auch halbwegs überflüssig. Denn ehrlich gesagt lenkt ihr mit Beschützt mich ja ständig den Stress von der Antiquarin um und von daher ist diese Fähigkeit echt überflüssig. Wenn ihr also Lagerfähigkeiten für die Antiquarin kauft, dann nehmt ihr das Accessoire zusammenschustern und das sonderbare Pulver. Damit bin ich am Ende der offensichtlichen Fähigkeiten, die die Antiquarin mit sich bringt, oder zumindest der aktiven Fähigkeiten. Kommen wir jetzt noch zu passiven, denn wie ihr hier gerade sehen könnt, bringt die Antiquarin auch Fähigkeiten zum Looten mit sich. Und zwar solltet ihr die Antiquarin immer selbst Sachen plündern lassen und nicht jemand anders, solange eine Antiquarin in der Gruppe ist. Denn auf diese Weise könnt ihr eine unbedeutende Antiquität zusätzlich bekommen, die 275 Gold wert ist, oder eine besondere Antiquität, die sogar 1000 Gold zusätzlich wert ist. Und diese Gegenstände bekommt ihr außerdem bei gewonnenen Kämpfen zusätzlich. Es lohnt sich also sehr, sie in der Gruppe zu haben.
Darüber hinaus erhöht sich die Goldmenge, die ihr pro Goldstapel im Inventar haben könnt. Also das ist normalerweise 1500. Und wenn ihr einen Antiquar dabei habt, dann könnt ihr zum Beispiel 2000 Gold auf so einem Stack haben. Und wenn ihr zwei hättet, dann wären es 2500 und so weiter. Also pro Antiquarin 500 Gold mehr, die ihr in einem Slot tragen könnt. Das war jetzt ein großer Pro-Punkt quasi, da endet es aber leider. Wie gesagt, auf der Kontraseite kann ich auch nur sagen, sie kann nicht wirklich gut kämpfen, sie kann auch keine Fallen entschärfen oder sonst was, also zumindest nicht gut. Und dafür solltet ihr die Antiquare nicht mitnehmen. Ihr solltet sie einfach immer nur einpacken, wenn ihr so einen Erkundungsdungeon habt, wo kein Boss drin ist und ihr jetzt keine großen Schwierigkeiten erwartet. Packt sie also zusammen mit einer Grabräuberin ein, die alles ganz gut erkunden kann, ein Highwayman, damit ihr noch ein bisschen mehr Schaden macht und dann vielleicht eine offensivere Heilklasse wie dem Okkultisten oder so, damit ihr nicht zu viel Schaden verschwendet, beziehungsweise zu wenig Schaden in der Gruppe habt. Damit bin ich mit meinen Erläuterungen auch schon fast wieder durch. Ich habe natürlich noch ein, zwei Kleinigkeiten, die ich am Ende dieser Class Guides normalerweise abdecke. Da wären zum einen die Ticks, bei denen solltet ihr natürlich auf Sachen setzen, die die Geschwindigkeit der Antiquarin erhöhen, damit sie direkt als erste Beschütz mich wirken kann und nicht vorher schon dreimal angegriffen wurde. In diesem Sinne wäre schnelle Reflexe, also im Englischen Quick Reflexes, sinnvoll oder halt schnelle Reaktion, Quick Draw. Aber auch abwehrsteigernde Sachen wie vorbereitet, also on guard im Englischen, wären hier recht sinnvoll. Und genauso verhält sich das eigentlich auch bei den Accessories, also Trinkets, die die Antiquarin anlegen sollte. Da solltet ihr auf einen Feather Crystal, also Federkristall, zurückgreifen, so in Kombination mit dieser flinken Goldmünze, im Englischen Fleet Florin. Oder ihr wechselt auch auf irgendwas mit Dodge, also Abwehr, wie so ein Tough Ring, also robuster Ring heißt er, glaube ich, im Deutschen. Oder falls ihr noch ganz am Anfang seid und diese orangenen Trinkets noch nicht habt, ist auch dieses erste Klassentrinket von der Antiquarin gut, also dieser Beutel mit Murmeln. Außerdem kriegt die Antiquarin ja nicht viel Stress, das heißt, theoretisch könntet ihr auch alle möglichen Trinkets benutzen, die zusätzlich Stress aufbauen, weil sie das ja mehr oder weniger nicht tangiert. Ja, und damit bin ich so grob mit meiner Zusammenfassung zur Antiquarin durch. Ich hoffe, ihr wisst jetzt, wofür sie anwendet und wie ihr endlich mal ein bisschen Gold in Darkest Dungeon scheffeln könnt. Ich verabschiede mich also an dieser Stelle. Ich hoffe, der Guide hat euch einigermaßen weiterhelfen können. Sollte das der Fall gewesen sein, möchte ich euch bitten, einmal den Like-Button anzuklicken. Vielen Dank!